Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Wir sind immer noch im Erdetal und ich glaube, die sind wieder zurück. Ja. Auf jeden Fall geile Tattoos, die da hat. So. Ich meine, die haben schon ein sexy Outfit. Ich hätte auch gern so ein Outfit, ehrlich gesagt. Ach shit. Alter, dieser Angriff ist echt doof. Da, du bist runtergefallen. Ich wollte dir das nochmal netterweise sagen, weil ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Jo, ich weiß. Alles cool. So, das heißt, gegen sie muss ich jetzt nichts mehr machen. Die ist mir nämlich jetzt pups egal. Ich gehe jetzt direkt hier hoch. Aber hier scheint nichts zu sein, hä? Okay, what the holy moly fuck ist hier los, Alter? Wie komme ich denn... Okay, ich muss die jetzt töten. Die gehen mir hart auf den Sack, Alter. Gibt's hier noch einen anderen Weg da oben? Oder habe ich nicht gesehen? Keine Ahnung. Oh, das war genau ein Schmuckkästchen rein. Ach ja, wo muss ich denn hin? Wo kommst du denn her? Bro. Brosikowski. Oder muss ich durch die... Naja, durch die Griftgrube muss ich doch nicht, oder? Da habe ich nämlich irgendwie keinen Bock drauf. Aber hier geht's ja auch nicht weiter. Ich komme hier nur noch runter. Hm. Ah, ich komme zu dir. Die sind wieder da. Kann ich sie... Oh, kann ich sie mit... Ja, aber die halten wahrscheinlich dafür zu viel aus, ne? Mit Pfeil und Bogen werden die nicht getötet, wahrscheinlich. Oh, wobei, das geht eigentlich. Aber die sind dann auch zu schnell weg. Ach, kacke. Nein! Ach, Mann, ey. Eine habe ich, yes. Die Titanitscherbe, große Titanitscherbe und ein Bleichstein. Cool. Ach, hier war ich noch gar nicht. Ach, guck mal, da steht einer drauf. Das, ach du heilige Scheiße, das sehe ich jetzt erst. Ey. Was hat? Stand da gerade auch schon einer drauf? Weiß ich nicht, habe ich irgendwie nicht gesehen. Das ist halt... Ja, ich traue dem Spiel aber nicht, dass er immer dagegen schießt. Eigentlich müsste er es. Aber man weiß ja nie. Jetzt geht doch mal nicht weg. Bleib doch mal hier. Hallo. Ist ja doof. Soll mal hier bleiben? Alter, wo gehst du denn hin? Bist du dumm? Ja, letzter hat, glaube ich, nicht getroffen, weil ich halt aufgehört habe zu schießen. Ich habe ein bisschen Angst gehabt. Jo. Und tschüss. So, das gleiche mache ich gegen dich, mein Freund. Eigentlich müsste der auch irgendwo gegen schießen. Das ist wieder so eine komische Hexe. Eine Hexenolle. Irgendwo ist er. Genau, einfach überall. Irgendwann wird man schon irgendwas treffen, denke ich. Ich würde gerne schneller schießen können, ne? Müssen die nicht eigentlich auch mit Geschick skalieren? Die normalen Bögen zumindest? Jetzt hat er sich bewegt. Der Lump. Wo ist denn die blöde Kuh? Keine Ahnung. Hä? Wo ist die denn? Ich sehe sie nicht. Komisch. Okay, da ist so ein Ogre mit einem fetten Hammer in der Hand. Er kommt. Er kommt mit seinem Hammer. Jetzt hör doch mal auf auszuweichen, ey. Krasser Typ. Hä? Okay, irgendwo über mir ist die. Ist aber uncool. Ja, jetzt hau doch mal mit deinem Hammer zu, Mann. Okay, ich will nicht zu weit nach hinten, ehrlich gesagt, weil... Okay. Okay. Wo ist die, Alte? Die ist irgendwo von oben, schießt die.
Die ist irgendwo von oben, schießt die. Ich sehe aber auch nicht von da oben. Lol. Und dann kann die so weit schießen. Na, ich glaube, die cheatet doch. Okay, was haben wir hier? Einen speziellen Geheimeingang. Oh, Alter. Ey, die haben Moves drauf. Ich finde das echt krass von denen. Wie gesagt, ich bin schon Fan von denen. Oh. Ach so, cool. Er kann, also er vergiftet sich selber dadurch. Das finde ich natürlich nice. Macht er sich selber Schaden, wenn er mit seinem komischen Hammer zuschlägt? Nee, oder? Ich glaube, es ist das Gift gewesen, das bei denen das sehr heftig wirkt. Also ich mache davon nichts kaputt. Das ist alles so, wie es ist. Hier ist also die Irdenspitze. Nee, mein Freund. Oh Gott, da ist schon wieder so eine Zaubernutte. Wo ist er denn? Hm? Ja, jetzt ist doch mal gut da oben. Alles klar, pass auf. Jetzt hole ich mal meinen Bogen raus. Jetzt tanzen wir Samba. Yeah. Nee. Oh. Die bleibt jetzt bestimmt da hinten stehen. Kann sie mich zwar nicht mehr treffen, aber ich sehe auch nicht. Aber es gibt noch einen anderen Weg. Ist das giftig? Ja, bestimmt, ne? Nee. Okay. Gut, bevor ich hier weitergehe, ich muss eine Sache schnell gucken, weil das interessiert mich jetzt ein bisschen. Warum bin ich... Warum steigt denn das? Hallo? Was soll denn das? Es geht ja nämlich rein theoretisch auch hier hoch. Aber warum? Und wohin? Und warum liegt hier Strom? Man weiß es nicht. So, tot. Die sind natürlich recht easy, weil die... Ach, nee. Doch, nee, doch, ja. Hm. Hallo? Kuckuck. Guck mal, ich bin's. Doch, hier komme ich auch in ihren Spitze einfach nur auf eine andere Etage an. Das ist, oh Gott. Ich sehe nichts. Er läuft ja eh da durch. Also, what the fuck soll's, ne? Oh, dankeschön. Also, ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich den Weg von oben ganz nach oben nehme oder von unten ganz nach unten, genau. Ne, ob ich den Weg hier nehme, alles klar, mache ich. From the button till the top, Junge. Da bin ich dabei. Ist jetzt schon wieder rausgekommen? Ach, die steht immer noch da hinten, die alte Kackbratze. Ich bin tot. Woo! Okay, ich gehe doch nicht von da unten da hoch. Alles klar. War ich nicht schon im Wasser und bin... Hä? Bin ich da nicht so weit gelaufen oder wie? Oh, mein Arsch tut weh. Och Mann ey, jetzt muss ich alles nochmal machen. Oh, Kack. So. Halt! Stopp. Kann ich sie noch? Ja, aber ich töte sie nicht mehr. Wenn du zu nah dran bist, ist scheiße, dann triffst du sie halt nicht mehr, das ist doof. Gut. Aber jetzt weiß ich ja Bescheid. Ja, ja, ist ja gut. Wir gehen halt direkt nach oben. Jo, erstmal zwei daneben, aber ich kann es mir leisten, ich hab genug... Alter, wo geht der denn schon wieder hin? Alter, was bist du denn für ein komischer Puller-Rider, ey? Guck doch mal hier. Alter, kannst du jetzt mal aufhören, da hier wegzugehen? Boah, Alter, der geht mir hart auf den Sack, ne? Seinen komischen Reitskills, der Dude. Den, oh, der wird Talion. So. Mach ich an ihm eigentlich mehr Schaden? Nee, ne? Nö. Not really. So, weil gegen die habe ich ehrlich gesagt keinen Bock nochmal zu kämpfen, deswegen mache ich das so. Easy peasy lemon squeezy, sag ich mal. Puff. 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 Mache ich eigentlich mehr Damage, wenn ich mal kurz nicht ziele und dann... Ne. Na, wobei doch.
könnte jetzt auch gut getroffen gewesen sein. Weiß ich nicht. Ja. Aber um die 80 Schaden mache ich dann. Ist ja ganz ordentlich. Mehr oder weniger. Ja, noch ein Schuss. Dankeschön. So, dann. Gegen ihn hier. Nee, das war scheiße. Und so. Und so. Und so. Und da ist er. Und da ist er tot. Titanitscherbe, ey. Die geben hier richtig viele Scherben, ne? Okay, wir wissen jetzt, wir gehen einfach hoch. Scheiß auf unten, wir gehen hoch. Alles klar. So, Freund der Sonne, jawohl, hast du gut gemacht. Guck mal, wie, oh, jetzt ist der Hulk, ey. Ich glaube, der läuft doch nur deswegen da durch, weil er der Hulk sein möchte, oder so. Kann sein. Bin mir jetzt natürlich nicht so sicher deswegen, aber ich denke schon, das wird der Grund sein. Warum sonst? Uhu. So, na, gehen wir hier rum. So, Spratz, Spratz. Wunderbar, ja, wunderbar, machst du das. Mein Spratzi, Schatzi, da ist er tot. So, wunderbar. Da sind... Ach, scheiß. Ach, du heilige Kacke. Ich hab was vergessen. Ich habe etwas vergessen. Ich muss ja runter. Das sind ja Seelen von mir. Ah, nee, hier trifft sie mich nicht. Sehr gut. Dann töte ich sie jetzt erstmal von hier. So, tschüss. So, jetzt gehe ich nochmal runter. Weil da muss ich ja hin. Ich werde meine... Wie viele Seelen war das? Keine Ahnung. 5. Meine 5 Seelen will ich natürlich wieder haben. Oh, warte. Warte. Ja, hallo. Erstmal Waffen wechseln. Ich wollte gerade sagen, der hat keinen Kopf, aber doch, da ist er. Ja, krass, ey. Mann, ihr habt Moves drauf. Eigentlich schon ein bisschen neidisch. Vielleicht sollte ich die fragen, ob... Oh, warte. Ja, vergifte dich. Ja, vergifte dich. Nice. Oh, so gefällst du mir. So. Tot. So gefällst du mir auch. Tot und willig. Okay, ich möchte jetzt natürlich nicht in... Ach, warte, da ist ja noch so ein Dude. Yo. Okay, ist tot. Die sind jetzt erstmal egal. Ich muss jetzt nochmal ein Stückchen nehmen. Okay, das ist ziemlich gemein, ey. Ohne Spaß, ne? Vielleicht auch 5 Seelen, mein Gott. Ich gehe trotzdem oben lang. Da ist zwar noch ein Item, was vielleicht ganz cool sein könnte, aber wahrscheinlich ist es diesen Aufwand, da hinzukommen, nicht wert. Und das ist, glaube ich, auch mit so einem Problem, meiner Meinung nach. Also, ja, viele Items, also so Rüstung oder so, weißt du, kriegst du ja nicht so oft. Kriegst du ja nur manchmal. Aber ich sag mal, Items, wo du sagst, boah, das hat sich jetzt gelohnt. So ein Menschenbild, finde ich, lohnt sich prinzipiell immer. Oh. Zu sammeln. Aber kriegst du relativ selten. Meiner Meinung nach zumindest. Da lohnt sich ganz oft einfach der Weg nicht, ne? Dieses Risiko auch, dass du eingehst. Ist es einfach nicht worth. So, was haben wir hier? Da ist doch auch einer drin. Ah. Naja. Tschüss. Oh, hier, guck mal, schönes Fenster. Mensch, da kann man schon rausgucken. Geil. Ich werde versuchen, die Dinger nicht kaputt zu machen, weil ich glaube, das ist nicht cool. Oh nein, sie kommen. Oh, es ist noch nicht tot. Stirb, du Pilz. Ist hier irgendwas? Oh, hier ist eine Schatzkiste. Okay. Ist anscheinend eine coole Schatzkiste. Eine Fallenschatzkiste. Falle voraus. Nicht gelogen. Habe ich zwar leider zu spät gesehen, aber trotzdem bewerte ich das mal.
Truhe aber Falle voraus bewerte ich auch, weil das eigentlich ein noch besserer Hinweis, den ich aber leider nicht gesehen habe. Aha. Weißt du was? Okay, ich glaube, er wird mir nicht dankbar sein, der Arsch. Hätte er mal ruhig sein können, aber sagen können, jo, danke. Voll nett von dir und so, aber nein, nix. Sehr unhöflich. Hab's, ach du Scheiße. Was bist denn du? Bist du Jabba the Hutt? Sieht irgendwie so aus, ne? Jo, okay, hat mich getroffen, das Klärchen, mein Bärchen. Alles klar. Oh Gott, er macht... Alter, warum trifft er mich mit seinem Bauchplatscher? Ich wollte doch hier weggehen und so. So, erstmal heilen. Nein! Nee, der kann springen. Was hatte ich aber für ein Gerücht hier? Kann er never springen. Also bitte. So, sterben kann er. Ihr habt gesiegt. Der gibt gut sehen, ey. Nice. Kommen wir denn hier hoch? Achso. Muss wahrscheinlich durch die ehemalige Nebelwand. Guten Tag, guten Tag. Niemand da. Okay. Hm. Ein Leuchtfeuer. Ehrlich gesagt, es lohnt sich eigentlich immer nach Majula zurückzukehren. Immer und immer und immer wieder. Die Level sind jetzt sehr teuer. Deswegen, ja, ne? Moment, mal ganz kurz was schreiben. So, schreib mal gerade Chingy, der hat mich gerade gefragt, ob ich gut klarkomme hier. Bin gerade in der Irdenspitze. Und geht so, finde ich. Ich finde, ich komme geht so hier klar. Achso, ja, ach richtig, ich wollte aufleveln. Benutzen, benutzen, benutzen und ich kriege dann noch mal bestimmt 6000. Jawohl. So, schwupps, nee, so. Ja, ja, ich weiß. So, und natürlich, oh, 2 Level konnte ich steigen, das ist cool. Da habe ich auch nicht so viele Seen, die ich mit mir rumtrage, das finde ich immer sehr nice. Muss ich sagen. So, wir reisen. Wo reisen wir hin? War das das? Erntetal, genau. Und dann die Minen. Oder? Nee, Moment, das ist voll falsch. Wo ist denn diese komische Irdenspitze jetzt hin? Hä? Nein. Hier kann man übrigens auch noch einen NPC irgendwo treffen. Hä? Wo ist das denn? Ach, da. Ja gut, dann möchte ich da hin. Oh, man hört voll, wie ich schreibe, ne? Oder? Na, geht so. So. Okay. Okay, okay, okay. Der macht hier schon mal Zauberei auf sein Schwertchen. Brauchen wir natürlich nicht, weil wir sind Schmongo. Zauberei. Was wir machen, ist Magie, ey. Ja, guck mal hier. Junge, wolltest mich treffen, ne? Nix da. Jo, ist ja cool. Die mal gleich ausrasten müssen, weißt du? Mein Gott, ey. Okay, warte kurz. No. Okay, hier ist auch über Gift. Das ist natürlich. Wobei, warte mal. Ich kann das ausnutzen. Puff, puff. So, komm her, mein Freund. Zam. So.
Trink mal einen Schluck. Oh, ich kann dir was ziehen. Das ist bestimmt eine Pfanne, aber ich tue es trotzdem. Aha. Warum auch immer ich das getan habe. Ach, damit ich hier vorbeikomme, oder was? Und damit ich dieses Item hier holen kann. Und durch das Gift laufe. Ich bin so doof. Aber das macht mir nicht. So ein bisschen grüner Glibber ist doch, ist gut für die Kleidung. Okay, was bist du für ein Dude? Ich würde mal sagen, ich finde es heraus, indem ich mit dem Pfeil auf dich schieße. Ich bin vergiftet, scheiße. Au, kacke, ich bin vergiftet. Yo, Bro. Was tust du da? Oh, er wollte mich austricksen. Der Ganove. So, töten, trinken, schnell, trinken. Trink doch. Schwarz-Silberschild, okay. Was kann dieses Schwarz-Silberschild denn? Wahrscheinlich nichts. Ich habe, glaube ich, auch gar nicht so viele Waffen und so gefunden, aber, ja, mein Gott. Ich suche die aber auch nicht, Prinz. Also, ich, ne? Ich suche sie auch nicht. So. Ich will nicht die Info. Ich möchte eigentlich gerne. Aber das sehe ich nur hier, glaube ich. Genau. Das möchte ich gerne haben. So. Genau, das ist der Angriff, ne? Ganz oben. Hm. Macht 60 Schaden. Oder lässt durch? Ich weiß es nicht genau. So, mal gucken. Ich möchte eigentlich hier hin. Höhe des körperlichen Schadens, der bei Gegnern verursacht wird. Okay, wenn ich damit haue wahrscheinlich. Körperliche Absorption. Reduzierter körperlicher Schaden in Prozent. 75% kommen also durch von dem Schaden. Okay. Hier sind es nur noch 80. Bei dem, was ich habe, ist glaube ich nicht viel. Was ist das? Schwarz-Silberschild. Hm. Not bad. Hier sind es sogar 90. Bei mir habe ich auch nur 75. Und das macht natürlich 100%. Was ziemlich gut ist, ey. Aber ist mir auch zu groß. Ich mache mal das, weil es halt noch Regeneration gibt. So, und hier ist der Penner. Warte. Die Penner. Die Penners. Okay, warte. Wow. Ich hasse das, ne? Alter. Ohne Witz, der kann mich doch bestimmt treffen, oder? Wenn ich. Alter, das ist so dumm, dass man da nicht so durchschießen kann einfach. So dämlich, ne? Er hat mich getroffen, deine Mutti hat mich getroffen, ey. Alter, kannst du mal aufhören jetzt mit dem Scheiß? Ist irgendwie nicht cool von dir, ne? Vor allem, die haben so Drecks. Oh, jetzt bin ich wieder vergiftet. Oh, oh. Vergiftet! Ich bin tot. Fuck you! Ah, shit. Mann, die sind so abfuck. Vor allem die. Alter, mit ihren Homing-Pfeilen immer, ne? Naja, zum Glück bin ich ja gar nicht so weit weg. Yo, 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 yo. Chill doch mal deine Lane, Alter. Bleib mal geschmeidig, Junge. So, er vergiftet sich erstmal wieder, weil Bruder sich sagt, yo, ich bin ein cooler Dude. Okay, ich töte ihn erstmal wieder, weil ich mir so sage, yo, ich bin noch viel coolerer Dude. So, er ist dahin, ich lock ihn erstmal. Oder, warte mal, ich versuche erstmal die da mit dem, bei diesen Drecks-Huren-Kackpisser, ne? Wenn ich Glück hab, erinnere ich sie daran, immer einen Pfeil abzuschießen. Naja gut, den hat er geschafft, aber er ist tot, oder? Ja. So, jetzt probiere ich das gleiche mit ihm auch noch. Mann, Alter, wo bleibt das bitte hängen? An welcher Wand? Paralleluniversum hat ja auch noch eine Wand aufgestellt. Und so viele Pfeile. Au! Mein Popo. Krieg ich eigentlich noch ein Schild, wenn ich, also wenn ich ihn jetzt nochmal kaputt machen würde, ja? Krieg ich dann noch die zweite Hälfte und dann... Nee, schade. Das wäre witzig. Irgendwie.
So. Lutscher, Lutscher, Lutscher. So. Das haben wir geschafft und wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ich muss den Speer auch noch versuchen irgendwie aufzuleveln. Kriege ich bestimmt auch noch irgendwie hin. Guten Tag. Guten Tag. Angenehm, angenehm, angenehm. Der hat natürlich fast gedroppt, ist klar. Gibt es hier auch wieder so einen Mechanismus, um das hochzumachen? Nein, na gut, dann machen wir mal. Nee, 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 warte mal kurz. Ich nehme mal lieber den Speer. So. Sicher ist sicher, ne? Ach, hier könnte man das hochmachen. Ja, ist egal, komm. Wo komme ich jetzt hin? Da ist eine Wand. Ist da irgendwas hinter? Sieht ein bisschen danach aus. So, hier geht's gar nicht weiter. Na gut. Aha! Habe ich's doch geahnt. Hm. Gut. Ist tot, ja. So, ich habe doch gesehen, dass da einer hinterwartet und lauert. Weil er diesen wunderschönen, kostbaren Schatz ja, beschützen will. Ich muss auch mal, glaube ich, so demnächst mal gucken, was ich für eine coole neue Waffe habe. Ich habe irgendwie ein paar Waffen, muss ich ja gekriegt haben. Und eventuell habe ich eine bessere als zum Beispiel den Schwert. Ich denke mal, das Schwert, das Katana werde ich schon behalten. Brauche ich das jetzt noch rum? Nö, ist ja jetzt eh kaputt. Wobei, ich ziehe es trotzdem. Das Katana werde ich schon behalten, erstmal als Primary Weapon. Obwohl ich persönlich halt den Speer ziemlich geil finde. Ich mag den Speer. So. What the fuck? Ich bin ver... Oh Gott, jetzt sind hier zwei von denen. Ach du heilige Scheiße. Jo. Okay, ich glaube, ich werde sterben. Oh, das hat gerade noch gereicht. Hei, 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 hei. Nein. Alter, trink doch. Jetzt werde ich sterben. Ja, war klar. Ich hatte gerade gedrückt, ja, er soll trinken, er hat aber nichts gemacht, er stand nur doof da und hat geguckt. Toll. Oh Mann, ey. Es ist zwar nicht so weit weg, aber jetzt möchte ich den ganzen Kack ja nochmal machen. Das hat immer das Nervige. Ja, komm runter. Komm. Jetzt komm runter. Mann, du Arsch. Stirb. So. Ja, komm her. Hast du toll gemacht. Bin voll stolz auf dich. Woozly doozly. Warum hat das nicht funktioniert? Manchmal ist es komisch, ne? Manchmal ist es echt komisch. So, ich werde erstmal versuchen, die beiden hier zu killen. So. Mhm. Ich verstehe immer nicht, wo... Oh Gott. Ach, hat mich getroffen, deine Mutti, ey. Oh, da habe ich aber Glück gehabt. Okay, der ist tot. Jo. Oh, ich hasse es, ne? So, ciao. Okay. Aber jetzt kann ich mir ein paar Wege natürlich sparen. Ich muss nicht mehr runter... Und so weiter und so fort. Das kann ich mir jetzt alles sparen. So. Brudi, was geht? Nice. Nicer Move. Was kriege ich jetzt? Oh, der schwarze Speer. Den muss ich mir angucken. Speere sind prinzipiell, finde ich, mal ziemlich nice. Flügel dann so. Oh. Oh. Warte mal, warte mal. Nee, mein Speer hat, glaube ich... Alter, der macht so viel Schaden. Der ist erst auf plus 3. Wenn ich den noch weiter hochmache... Eieieiei. Ich mache nur 230. Und ist schon auf plus 10. Ich glaube, das ist schon eine nice Waffe, der Speer, den ich habe. Ja, Hellebarde ist natürlich auch immer nett. Ja, die macht auch gut Damage. Die Frage ist, was machen die? Müsste ich mal gucken, wenn man die ein bisschen hochballert, ne? Die macht viel Damage, aber ich glaube, Peitschen sollen nicht so cool sein. Schwarz-Silber-Speer mit 135 auch nicht schlecht.
Aber ich werde den Mindspeer erstmal versuchen, irgendwie nach oben zu pushen. Und wenn das irgendwie geht, das müsste ja wieder funktionieren, werde ich den mal verzaubern mit Blitz oder sowas. Und eine schöne, kleine, nice Blitzwaffe. Wie zur Hölle hat... Wie? Alter, ich bin gleich wieder tot, ne? Ah, ich bin eh tot. Mann, mit dem scheiß Gift, wie machen die das denn? Die kommen runter, zack, ich bin sofort vergiftet. Wie geht das? Ich bin gleich bei 100 Toten. Wie zur Hölle geht das? Ich verstehe halt nicht, wie die mich sofort vergiften können, die Pissnäcken. Ja, war natürlich jetzt doof, weil ich hatte schon gesehen. Jo, ist cool. Oh Gott, ich hab Blutung. Schnell trinken. Schnell noch was trinken. Ja, das war jetzt ein Kackstart. Alter, komm schon. Alter, ich stand hinter ihm, komm. Ich kann die von hier schon töten. Okay. Let's do this. Oder lass zumindest probieren, ob es überhaupt geht. Also theoretisch würde es gehen. Okay, er ist runtergefallen. Sehr cool. So. 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 Achso, er war schon tot, na gut. Ah, das geht mir so hart auf den Sack, ne? Wie die mich so schnell vergiften halt. Das ist echt nervig. Vor allem, ich weiß, dass sie kommen, aber ich kann nichts dagegen tun, dass sie mich vergiften. Das machen die so schnell. So. Bam. Aber wie mache ich das jetzt? Wie hindere ich die ran, die daran, mich zu vergiften? Ich könnte natürlich das hier benutzen, aber ich glaube, das bringt absolut gar nichts. Ich könnte auch versuchen, mich hier vielleicht... So, direkt getötet. Nein! Oh, ich bin an der Wand hängen geblieben. So ein Ärger. So, tot. Alles klar, ich hab's verhindert. Läuft. Puh. Hi. Na? Was geht? Jo, alles klar, Alter. Was ist mit ihm los? Geht hier in den Rage-Mode und dann fickt er aber alles weg. Eine Nebelwand. Guten Tag. Ach, das ist die Nebelwand, die man von da hinten gesehen hat, aber es geht hier auch hoch. Ah, toll. Okay, ich gehe durch die Nebelwand. Ciao. Wow. Scheiße. Gut. Geh weg. Stell ans Leuchtfeuer ran. Aha. Seit wann ist denn hinter einem Leuchtfeuer eine Nebelwand? Sehr merkwürdig. Aber egal. Mir soll es wurscht sein, da unten liegen ein paar Sachen. Da komme ich, glaube ich, als nächstes hin, oder? So demnächst vielleicht. Ist auf jeden Fall ein neues Gebiet. Nee, oder? Nee, ist es nicht. Ach nee, das ist unten. Das ist klar, das ist klar, ist klar. Kommst du runter? Nee. Siehst irgendwie gerade nicht danach, dass du Bock hast, runterzukommen. Ich muss... Alter, braucht der viel Ausdauer mittlerweile. Meine Güte. Oh. Also das muss ich sagen, ist echt krass, wie viel Ausdauer der... Oh Gott, warum kommt da noch einer? Nein, da oben haben doch die Leute, die Dudes gewartet. Och, du heilige Scheiße. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot, aber zum Glück bin ich direkt am Leuchtfeuer gestorben. Deswegen gar kein Problem. Fickt euch. Mann, ey.
Oh, wir sind schon bei 35 Minuten. Da würde ich am besten sagen, ich sammle noch schnell meine Seelchen ein. Und dann ist gut für diese Folge. Ich finde, der Speer, der verbraucht ganz schön viel Ausdauer. Ich bedanke mich bei euch. In der nächsten Folge geht es genau hier weiter. Bis dann. Haut rein.